Was hat die Rallye bis Ende Juli getrieben? Vor allem das Narrativ einer Disinflation, also eines stetigen Rückgangs der Inflation bei gleichzeitigem Soft Landing der Wirtschaft. Und dann, weil die Inflation zurückgeht, kann die Fed die Zinsen senken. Also beste aller Welten, Goldilocks. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist? Wenn es anders kommt, dann nämlich sind die Aktienmärkte völlig falsch bepreist. Dann haben die eine kleine Bewertungsthematik, denn die Bewertungen sind hoch. Und ein Szenario, bei dem die Inflation wieder anspringt, aber das Wachstum dennoch nicht gut ist, vielleicht sogar eine Rezession kommt, die Fed aber dann doch nicht die Zinsen senken kann, weil die Inflation nach wie vor hoch ist. Das wäre ein unschönes Szenario, ein Stagflationsszenario, und das wäre alles andere als eingepreist, gerade von den großen Tech-Aktien, die seit August nicht mehr so richtig laufen. Seit August ist so ein bisschen der Wurm drin, könnte man sagen, aber schauen wir uns die Dinge mal an. Heute die Erzeugerpreise waren so ein bisschen ein Rückschlag für das Disinflationsnarrativ, denn das waren die Daten aus dem Juli, die heute veröffentlicht wurden. Das war höher mit 0,3%. Auch die Kernrate höher, 0,3%. Auch zum Vorjahresmonat jeweils um 0,1% höher. Gestern hatten wir ja CPI, also die Inflationsdaten, die waren inline, was den Vormonat betrifft, jeweils Kern und der Headline. Aber im Vergleich zum Vorjahresmonat eben 0,1 tiefer. Also jetzt plötzlich etwas anderes, einer der Faktoren. Und das bringt so die irre Welt so ein bisschen auf den Punkt der Finanzmärkte. Einer der Faktoren für höhere Erzeugerpreise war das Money Management PPI, also das sozusagen Geldverwalter. Und dass da sozusagen die Preise gestiegen sind, respektive sind sie deswegen gestiegen, weil die Aktien nach oben gegangen sind, dadurch die Portfolios größer geworden sind, dadurch die Gebührenstruktur sich ein bisschen geändert hat. Also weil die Aktien gestiegen sind, sind heute die Aktien gefallen, weil die Aktien gestiegen sind, so sagt Zero Hedge. Aber das ist nur ein Aspekt. Der entscheidende Aspekt ist der, den wir hier sehen. Producer Price Inflation picks up on boost from services. Also es kommt wieder aus dem Dienstleistungssektor. Hier sehen wir vor allem Trade Services 0,7% gestiegen, Transportation, Warehousing, all diese Sachen, die mit Service, vor allem mit Handel zu tun haben, sind gestiegen. Von den gestiegenen Energiepreisen ist bisher in den Zahlen noch nichts zu sehen. Das dürfte sich aber dann auch im August deutlich ändern. Und so hat Edward Harrison von Bloomberg, glaube ich, sehr interessante Dinge gesagt. Er hat gesagt, die Disinflation ist bottoming, also die hat ihren Boden erreicht. Diese Disinflation ist fertig. Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder Anstiege der Inflation sehen. Deswegen sagt er, die Fed wird wahrscheinlich eher die Zinsen weiter anheben oder halten, aber auf keinen Fall halten oder senken, jetzt noch in diesem Jahr und auch absehbar nicht in 2024, es sei denn, es kommt eine fette Rezession, wo man dann notfallmäßig eingreifen muss. Aber Fed more likely hikes and holds instead of holding and cutting, das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Und so sagt Citi und auch JP Morgan heute, we expect inflation to re-accelerate, die wird sich also wieder beschleunigen im August, wegen Gasoline Prices und easier comps, das heißt praktisch übersetzt, die Einzelhandelsumsätze sind zuletzt wieder angezogen, wie Kreditkarten jetzt aus dem August bereits zeigen. Also da gab es wieder verstärkte Nachfrage. Und so könnte es sein, dass wir dann in Richtung 5% zumindest wieder marschieren. Von Zinssenkungen ist da nichts zu sehen, von einer Disinflation ist dann auch nichts zu sehen. Und das stellt dann eben die bisherigen Annahmen der Märkte so ein bisschen in Frage. Dann kam 16 Uhr, 14:30 waren die Erzeugerpreise, 16 Uhr kam Verbrauchervertrauen Michigan. Da sehen wir, dass die Inflationserwartungen gefallen sind. Ein Jahr Inflationserwartung gefallen, 5 bis 10 Jahres Inflationserwartung gefallen. Wundert mich ein bisschen, weil die Amerikaner, die gucken natürlich auch auf die Preise bei den Tankstellen und die sind deutlich nach oben gegangen. Normalerweise sind Gasoline Prices sehr wichtig für die amerikanische Inflationserwartung, aber Wunder passieren, sei es drum. Wir sehen hier eine Aussage der Finanzchefin von Guggenheim, ist es tatsächlich eine Frau, die sagt, also ich denke nicht, dass der nächste Shoe to Drop, also der nächste Unfall bereits eingepreist ist, nämlich Credit. Damit meint sie praktisch jene Firmen, die nicht wirklich solide dastehen, Junk Bonds als Stichwort, also Unternehmensanleihen, vor allem mit ganz schwacher Bonität, das dürfte der nächste Shoe to Drop sein. Und er sagt,
Nee, sie sagt, Recession seems to be off everybody's mind, but I think that's probably a mistake at this point. Also sie geht davon aus, dass da möglicherweise doch eine Rezession kommt. Das hatte die Wall Street ja jetzt komplett abgesagt. Nein, nein, Rezession wird nicht kommen. Wir hatten ja genau vor einer Woche die US-Arbeitsmarktdaten. Damals hatte ich getitelt im Marktgeflüster, genau vor einer Woche im Marktgeflüster, Freitagabend, Arbeitsmarktdaten viel schlechter ohne Statistiktricks, Birth-Death-Model als Stichwort, also wie viele Firmen entstehen, wie viele Firmen gehen unter, das sind reine Schätzwerte durch die US-Behörden und da war man sehr großzügig, hat 280.000 Stellen dazu erfunden und damals gab es ja nur 187.000 neue Jobs, also sagt jetzt zum Beispiel, sagen zwei Banken, also wahrscheinlich waren die Daten realistisch gesehen jetzt, die Arbeitsmarktdaten, die wir in der letzten Woche bekommen haben, wenn man jetzt ohne Statistiktricks arbeitet, negativ. Das würde bedeuten, dass am Arbeitsmarkt eben diese Bremsspuren schon der Fall sind. Die sehen wir jetzt zunehmend auch im Haussektor. Wir sehen jetzt, dass der Median-Hauspreis, also Hälfte drüber, Hälfte drunter, jetzt das erste Mal auf Jahresbasis seit 2019 zurückgeht. Solche Dinge passieren meistens vor einer Rezession. Hier sehen wir diese Balken, die das anzeigen. Und der Grund ist relativ klar. Wir haben jetzt eben durch die gestiegenen Renditen, die jetzt bei 30-jährigen Fixed Mortgage Rates, also Hypothekenkredite, liegen die wieder über 7%. Das macht natürlich die Sache schwieriger. Wie soll ich da ein Haus finanzieren, wenn die Zinsen so extrem hoch ist? Also warum sind die Zinsen so extrem hoch? Weil die Verschuldung unter anderem so stark gestiegen ist. Nicht nur wegen der Inflation, sondern weil die Amerikaner so viel Gas geben mit der Neuverschuldung. Jetzt alleine im Juli mussten die Amerikaner 73,3 Milliarden an Zinsen bezahlen, Dollar nämlich. Das ist mehr als das BIP vieler Länder, was da alleine an Zinsbelastung in einem Monat zusammengekommen ist. In diesem Jahr insgesamt dürfte es so eine Billion sein ungefähr. Und man hat jetzt in den ersten 10 Monaten des Fiskaljahres 1,6 Billion Miese gemacht. 1,6 Billion Miese, das ist echt natürlich harter Tobak. Wenn wir schauen, diese 1,6 Billion, das ist mehr als der größte Posten im Haushalt, nämlich Soziales, Social Security. Das ist nur 1,122 Billionen. Also da lebt man über seine Verhältnisse. Deswegen sagen sich die Märkte, da wollen wir mal eine höhere Risikoprämie verlangen. Deswegen sind die Anleiherenditen nach oben gegangen. Gestern ja eine ganz miserable 30-jährige Anleiheemission, die wenig Nachfrage fand, zu sehr hohen Zinsen dann erst an den Mann gebracht werden konnte. Dementsprechend sehen wir auch heute etwa die 10-jährige US-Rendite über der 4,11%. Gucken wir to the market, dann sehen wir, naja, S&P leicht im Minus, Dow sogar leicht im Plus, aber Nasdaq 100 vor allem schwach, also es sind dicke Tech-Werte, die schwächeln, vor allem Semiconductors sind schwach. Wir sehen Nvidia im Minus relativ deutlich, während wir zum Beispiel Pharma relativ grün sehen, rechts, oder auch Energie relativ grün sehen. Das sind die Sektoren, die besser laufen. Und wenn wir von Tech sprechen, dann haben wir diese Entkoppelung zwischen dem Nasdaq und den Renditen gesehen, respektive den Kapitalmarktzinsen. Und die Frage ist, ob sich diese Lücke jetzt irgendwie mal schließen muss, was bedeuten würde, dass wahrscheinlich der Nasdaq ein bisschen nach unten muss, um sich wieder mit den Renditen zu koppeln. Denn normalerweise war es ja immer so, steigende Renditen sind fallender Nasdaq, fallender Nasdaq. Fallende Renditen sind steigender Nasdaq, soweit immer gewesen. Diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren, ganz klar. Und jetzt sehen wir auch, dass sich da irgendwas in der Psychologie verändert hat. Kürzlich hatten wir noch extremen Optimismus seitens der aktiven Vermögensverwalter. Jetzt sehen wir, ist die Investitionsquote von vor 2 Wochen noch 101,82. Man war also gehebelt, noch long drin, über 100%, ist jetzt auf 65 gefallen und das in 2 Wochen. Das ist ziemlich rapide, viel stärker als der Abschwung des S&P hier nahelegt. Und wir sehen ja, normalerweise laufen diese Dinge relativ kongruent miteinander. Und einer der großen Unterschiede ist, wir haben jetzt diese Zero-DTE-Calls nicht mehr so am Start, also wo institutionelle und Privatkunden vor allem Calls gekauft haben, die noch am selben Tag verfallen, alle rein, dadurch die Market Maker gezwungen mitzugehen, sich zu hedgen mit Long-Positionen selbst. Jetzt sehen wir zum Beispiel gestern bei den CPI-Daten, in die Rallye wurden Puts gekauft.
dann hat sich die Rallye umgedreht. Heute haben wir zum Beispiel gesehen, dass bei 4.450 Punkten ein Unterstützungsniveau, dass da Calls gekauft wurden. Dann kam Uni Michigan, Verbraucherstimmung mit den niedrigeren Inflationserwartungen, ging es erstmal nach oben, aber bislang hat diese Rallye nicht gehalten, weil auch natürlich jetzt die Bewertungsfrage sich stellt, die Rule of 20, die besagt, dass ein Markt fair bewertet ist, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis plus CPI, also plus Inflation, bei 20 liegt. Derzeit sind wir bei 25, wobei wir natürlich bei den großen Tech-Werten da noch 5 Nullen dranhängen können. Die anderen Aktien sind ja teilweise nicht so hoch bewertet, also außerhalb der Magnificent Seven. Und wir sehen jetzt große Short-Gamma-Volumina, die hier der Fall sind. Also es hat sich diese Mechanik umgekehrt. Callkäufe haben die Rallye noch dynamisiert, beschleunigt durch reine Mechanik. Jetzt sehen wir, dass das nicht mehr so ist. Kommen wir to something completely different, meine Damen und Herren. Das ist China. Wir sehen hier heute veröffentlicht katastrophale Daten zur Kreditvergabe in China. Ist um 88% zum Vormonat gefallen, 14-Jahrestief. Heute Morgen hat ja der gute Joe Biden oder gestern Abend in den USA Probleme in China eine tickende Zeitbombe genannt. Damit hat er sachlich recht, auch wenn er viele Fakten so ein bisschen aufgrund seiner Altersstruktur vielleicht durcheinander gebracht hat. Wenn wir jetzt mal nach Deutschland wechseln, Immobilienbereich. Da sehen wir, dass jetzt innerhalb von einer Woche drei größere Projektentwickler pleite gegangen sind in Deutschland. Das ist eine ziemliche große Menge Holz. Ich bin ja befreundet mit einem Banker, der aus dem Immobilienbereich kommt, der sagt, die Projektentwickler, da knarscht und knirscht, da werden so viele über die Wupper gehen. Das passiert jetzt drei größere in einer Woche. Das ist mal eine Ansage. Die hohen Zinsen oder die Zinsveränderung, die hinterlässt jetzt ihre Spuren und überhaupt hinterlässt ja diese Politik der Bundesregierung ihre Spuren. Vince Ebert, den manche vielleicht aus dem Fernsehen kennen oder auch durch seine Bücher, sagt, über 80% der Bevölkerung lehnen Gendersprache ab, 86% sind für eine Laufzeitverlängerung der Kernkraft. Genauso viele gegen Gas- und Ölheizungsverbote und so weiter und so fort. Könnte man ewig weiterführen. Mir ist in der Nachkriegszeit keine deutsche Regierung bekannt, die in praktisch allen großen gesellschaftspolitischen Fragen so gegen die Interessen und Wünsche der Bevölkerungsmehrheit Beschlüsse fasst wie diese. Und er zitiert Gustav Heinemann, der sagt, also die Bürger sind nicht für die Regierung da, sondern die Regierung ist für die Bürger da. Wenn ich das mal jetzt runterbreche in einfachem Deutsch, und da ist was dran, da passiert derzeit sehr viel aus ideologischen Gründen, weil ja angeblich morgen die Welt untergeht, der Klima und so, die Klimareligion, da ist ja durchaus was dran mit dem Klimawandel, das will ich überhaupt nicht leugnen, darum geht es nicht, aber es ist diese apokalyptische Überspitzung, die derzeit passiert, und dann wird natürlich auf Extremwetterereignisse verwiesen. Und wenn man sich Statistiken anguckt, zum Beispiel zu Waldbränden, dann sieht man, dass seit Jahren die Waldbrände faktisch rückläufig sind, aber die mediale Beachtung eben permanent nach oben geht, sodass man das Gefühl hat, es brennt irgendwie ständig überall. Und diese ganze Agenda sozusagen, diese Zwangs, ihr werdet nicht gefragt, sondern müssen wir halt machen wegen Klima und so. Das wird dann natürlich von den Medien geschürt, etwa einer meiner sicherlich allerbesten Freunde, Marc Schieritz von der Zeit, der sagt, tja, das heißt ja, das Land sei am Ende, da muss man auch mal gegen den Willen der Bevölkerung, müssen da ein paar Sachen umgesetzt werden, hurra, kann man da nur sagen. Gut, die Hartz-IV-Reformen oder die Hartz-Reformen von Schröder, die waren damals sicherlich auch nicht populär und manchen hat die auch wirklich geschadet, aber ich denke, mehr Leuten hat sie genutzt, sie hat vor allem der deutschen Wirtschaft genutzt, dieser Arbeitsmarkt, der damals noch sehr, sehr, wie soll man sagen, überreguliert war, der konnte sich dann sehr gut entwickeln. Nach wie vor haben wir ja eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, aber manchmal muss man wirklich was durchsetzen, was dann vielleicht auch schwierig ist, aber hier solche Eingriffe teilweise in die Sphäre der Freiheit, die finde ich durchaus problematisch, zumal eben jetzt Druck kommt seitens der Wirtschaft, vor allem aus China, wie wir gesehen haben. Harte Landung ist da, belastet die Exportweltmeister, schauen Sie sich mal an, wie die chinesischen Exporte in die USA, Kanada, Japan, Deutschland etc., wie rückläufig die sind. Das Einzige, was bei chinesischen Exporten massiv nach oben geht, sind die Exporte nach Russland. Und da findet also eine gewisse Entkoppelung statt. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, Country Garden, dieses Immobilienunternehmen, das viel wichtiger ist als Evergrande, über das
lange viel gesprochen wurde. Da gibt es jetzt die Gefahr einer Pleite dieses großen Konzerns. Das könnte dann das Vertrauen in den Immobilienmarkt, der die Achillesferse der chinesischen Wirtschaft ist, noch weiter erschüttern. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, S&P 500. Wie schaut es da eigentlich aus? Was ist da jetzt wichtig? Was sollte nicht passieren, damit die Bullen wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen können, die noch gestern total euphorisch waren, wie ich in den Kommentaren gesehen habe. Größter Bullenmarkt aller Zeiten, da war so eines der geflügelten Worte dort. Mal sehen, ob das so wirklich hinkommt oder ob es die größte Bärenmarkt-Rallye war der letzten Jahrzehnte. Wir werden sehen. Ich sage erst einmal schönes Wochenende. Servus und ciao. Wir sehen uns am Montag mit diesen drei Empfehlungen nicht vergessen. Servus.